Herzlich willkommen zurück zu Soul Silver, Heart Gold, Soul Link, Randomizer Nuzlocke Challenge mit mir und dem Mr. Randy Bad. Und ja, ich streame hier natürlich auch nicht mal. Willkommen nochmal an alle Leute, die hier sind. Ich hatte eigentlich ja schon Angst, dass du wieder mit deinem Echo ankommst, weil meine Ohren explodieren. Achso, das Echo, meinst du dieses Echo oder was? Let's go! Richtig. So, ich weiß gar nicht, das ist jetzt Orden Nummer 5, ne? Richtig. Das ist der Kampf. Gegen Hartwig. Der weiß dann, wenn der mich erinnert an Avatar, Onkel Io. Nur ein bisschen jünger. Okay, Hart, aber der Name ist lustig, Hartwig. So, Alter, der startet einfach mit einem Hydropio auf Level 29. Ja, also klar. Oh, what? Okay, let's go. Er wollte sich entwickeln lassen, so wie Pikachu. Und er hatte ja wahrscheinlich auch keinen Pokéball für ihn. Wer meint's ernst, Alter? Scheltera? Geduld. Okay, er speichert Energie. Ich darf nicht mit einem physischen Angriff kommen. Also greif mich speziell an, was gar keinen Schaden macht, aber egal. Fluch. Er benutzt Fluch. Will er mich verarschen? So, und jetzt können wir immer die Kopfnuss zum Zurückschrecken. Komm, Imprigato, wer ist das krassere Starter-Pokémon? Du, weil du voll entwickelt bist. Bro, ich glaub, das war's. Zerstört er dich? Der hat zweimal Fluch, Digga. Jetzt hat er sich geboostet, aber wie hat er sich geboostet, ich glaube. Dreimal Fluch! Mit welchem Pokémon denn? Cheltera! Ja, dann musst du. Ja, hast du kein Feuer-Pokémon dabei? Ich habe doch kein Feuer-Pokémon. Ja, hast du irgendein Pokémon, was noch speziell mal angreift? Du brauchst einen speziellen Angreifer. Ja, ja gut, egal. Feuer-Odin regelt hoffentlich. Hast du keine Drachenwut? Drachenwut machst du immer 40. Oh mein Gott! Er benutzt Supertrank! Ich hab schon gewonnen. Er benutzt Supertrank, Bro! Was soll ich machen? Ich hab keine Tränke, mein Girald. Bro, was soll ich machen? Ah, Michi, warte, ich guck mal in deinen Livestream rein. Oh und Gott, checken, was oh da Gott abgeht. Jettera, oh, was hast du denn dabei? Ja, ne? Was kann dein Hytera, Alter? Mach Ausdauerkampf. Hey, schau mal, er hat einmal Biss gemacht. Schau mal, er hat mir über 90. Nee, ja, sehr effektiv, ne? Ja. Sehr bring effektiv. Lapras. Hast du keinen Eisattacken auf Lapras? Ja, Eissplitter, ne? Ja. Gib ihm. Eissplitter? Ja, was willst du sonst machen? Verrecken. So, nee, warte mal. Ich hab Mew, das hat Metronom. Ich hab Luxio, das hat. Ja, Luxio bringt dir gar nichts. Okay, noch schon? Das Einzige, was dir vielleicht noch was bringt, ist, wie gesagt, Hytera Stallen. Ja, du hast den schon paralysiert, ne? Ja. Ja, wie gesagt, also ich glaube auf Lapras. Gut, Lapras, komm, gib ihm. Du hast keine Tränke dabei? Lapras? Ist doch ein Pflanzen-Pokémon gegen das, was ich kämpfe. Ja, aber du bist doch Eis. Was soll ich machen? Das ist paralysiert. Okay. Ja, Eissplitter. Aber oder mach dann Abgesang. Abgesang? Soll ich so lange und dann mit Lapras spielen oder was? Ja? Nein, mach Abgesang und wechsle dann auf Hytera. Okay. Deine Worte in Gottes Ohren. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, was funktioniert, Alter. Ich weiß nicht, oder musst du mit Lapras drinbleiben? Alle betroffenen Pokémon? Uff. Ah, okay. Okay, Negasauger. Das überlebst du. Easy. Okay, ich hoffe. Easy. Also, sorry, dass ich jetzt hier so, ne? Ja, aber kein Problem. Ich bin. Der hat dreimal Flug gemacht. Ich dachte mir so, what the fuck? Ja, der muss entweder jetzt gleich auswechseln oder das Vieh stirbt. Was? Ich hab's dir gesagt, Junge. Ich hab's dir gesagt. In drei Runden ist mein ganzes Team tot. Rasierblatt killt dein Hytera einfach One-Hit, alles klar, bring noch Schaden. Alter, ne, Hytera mit 170 Leben, wie hat er das gemacht? Warum bringst du den Lapras? Der hat da Pflanzattacken. Ja, mach Eis. Ich muss überlegen. Nee, ja, okay, nicht. Body Slam könnte ich nochmal paralysieren, aber es bringt ja nichts, weil er ist schon paralysiert. Nee, ja, mach Eissplitter. Eissplitter? Ja, mit Eissplitter. Eissplitter ist sehr effektiv, ist vielfach schwächer. Sieht man! Oh Gott! Ja, guck, das ist sehr effektiv! Ah, Rasierblatt, du bist doch tot, oder? Okay, was jetzt? Ja, keine Ahnung, was kannst du opfern? Nocturne? Oder Luxio? Oh Gott, warte, ich weiß es nicht. Zweite Zerstörung! Ja, können wir schon wieder ein neues Team aufbauen. Oh Gott, warte, lass mich mal überlegen. Oh Gott.
Oh Gott. Ja, Nio willst du nicht verlieren und Giratina auch nicht. Also Luxio oder Noctian Eifenbrei. Okay, was könnte dir hier helfen? Mach Verfolgung. Es kann sein, dass er auswechselt. Weil er nicht will, dass sein Pokémon stirbt. Oh Gott. Er wollte wechseln, ich habe Verfolgung gemacht. Ha! Siehst du? Boah, das sind die Plays, Alter. Aber der hat ihn jetzt immer noch, ne? Mal gucken, was ist sein zweites Pokémon? Pi, Alter. Ja gut, mach Vergeltung. Ist tot, Alter. Oh Gott. Ich kenne Vergeltung gar nicht. Was ist Vergeltung von Angriff, Alter? Aber ist der Abgesang jetzt weg, oder was? Ja, ja. Darum hat er gewechselt. Ja, aber sein Fluchding ist auch weg. Also, ne? Der Fluch ist auch weg? Ja. Okay, jetzt brauchst du irgendein Pokémon, was einfach viel Damage macht, Alter. Ja, und welches hier? Giratina macht viel Damage. Aber es hat ihn nicht getötet, so. Weißt du, was ich meine? Was kann New für Angriffe? Mega Heap und Metronom. Das ist alles nicht geil, eigentlich. Oh Gott. Was kann denn Giratina denn? Was hast du denn eben eingesetzt? Ja, Antikraft hat nichts gebracht, Geisterattacken haben nichts gebracht, nur der Feuerodem hat was gebracht. Ja. Aber auch nicht wirklich. Ich weiß es nicht, Alter. Giratina. Weil er hat Biss, er hat eine Unlichtattacke. Ja, dann bleib bei Nocturne und versuch's. Ich weiß nicht, was ist auf Nocturne drauf? Oder geh auf Nocturne. Mew mit Mega Heap. Aber Giratina ist, glaub ich, Gestein. Wehe, der hat noch einen Hypertrank. Was soll ich machen? Verfolgung? Nee, Verfolgung bringt nichts, weil ich nicht mehr auswechseln kann. Ja, Vergeltung dann, ne? Ja, würde ich auch sagen. Oh, holy. Will er mich verarschen? So, hast du gesehen, was das für Schaden gemacht hat? Nein, ich war gerade am gucken. Chiltira. Offenlegung? Nee, oder? Was ist Offenlegung? Er bringt doch gar nichts, Alter. Was war mit Vergeltung? Hat keinen Schaden gemacht? Siehst du, wie viel Schaden das gemacht hat? Nee, hab ich ja nicht gesehen. Ja, eben, ich auch nicht. So wenig wie das war. Oh! Ja. Okay. Du siehst gerade, was passiert? Ja, ich glaube den nicht auseinander. Ja, siehst du, was passiert? Ja, Verfolgung bringt doch nichts, wenn er nicht auswechselt. Der macht jetzt nur. Ja, jetzt ist dein Team tot, Alter. Jetzt bist du am Arsch, Alter. Ja, der Gegner hätte jetzt auch nicht viel gemacht. Ja. Ja, also ich musste wechseln, noch kein Dunkel nichts, Alter. Was kann ich da machen? Da kommt mein Dielka doch in mein Team rein, als ich gedacht habe, Alter. Wenn mein ganzes Team steht, dann ist das Spiel vorbei, oder? Nein, wir haben doch noch ohne Ende Pokémon auf der Box. Okay, ja toll, okay, was jetzt? Boah, ich bin gerade echt am überlegen, weil Elektro bringt ja nichts, ne? Nee, eigentlich nicht. Oh Gott! Shit. Chiltira, weil Chiltira ist Pflanzenboden, soweit ich weiß, ne? Er ist Pflanzenboden. Und es hat halt Verteidigung 105, Spezialverteidigung 85. Aber wie gesagt, an sich, mit einem Feuerangriff bist du da echt gut. Ja, Eis ist Vielfachschwäche, ja. Ja, ich weiß. Weißt du was, Digga? Ich wechsle jetzt einfach auf Mewtwo, wenn es stirbt, dann stirbt's. Ja, du hast kein Mewtwo, das ist ein Mew. Mew, sorry. Ach du holy moly, bitte überlebe einen Schlag, wenigstens Mew. Nice. Okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich da Wandler, Mega Heap oder Metronom machen? Oh. Okay, Wandler, ne? Ja? Könnte natürlich. Ja, mach Wandler, Alter. Dann, ne? Weil der paralysiert ist, hast du vielleicht dadurch die Vorteile. Da kannst du dich auch hochfluchen. Stimmt eigentlich. Okay, Rasierblatt, Megasauger, Fluch. Ja, fünfmal Fluch erstmal, ne? Schön hochballern. Ich hoffe, dann, ich habe aber keine Tränke, ne? Ach, du hast keine Tränke? Warum hast du denn keine Tränke, Mann? Aber ich habe Megasauger, so wie er. Ja, aber. Ja, okay. Aber ab hier. Ich mach nochmal Fluch, ne? Ja, mach nochmal Fluch, ist okay. Digga, was ist das für ein Kampf, Alter? Ich brauche deine Unterstützung über diesen Kampf, weil. Ja, ich guck dir auch zu, damit ich das sehe. Das ist gut, dass du live werden musst, damit ich das sehen kann, aber. Ja, vielleicht jetzt Megasauger machen, ne? Ne, mach noch dreimal Fluch. Ohne Witz. Alter, hau Fluch komplett raus. Kann ich weiter gesenkt werden? Ach so, ja. Kann ich erhöht werden? Ah, okay. Ja, dann kannst du es auf Megasauger gehen.
damit du dich hochhältst. Ja. Aber das Problem ist, dass er gleich kein Megasauger mehr AP hat als du. Ja, und ich bin jetzt tot. War doch nicht, puh. Komm bitte, bitte, bitte. Hast du kein Sprudel oder sowas, irgendwas zum Heilen? Okay. Schauen wir mal, Sinelbeere. Junge, dein Inventar ist einfach komplett lost. Ja. Okay, ja. Okay. Nee. Aber das ist gut, dass wir den Part erst alles neu gefangen haben und jetzt alles nee. Okay, vielleicht wird das ja noch was. Vielleicht wird das noch der Box hier so. Oh Gott, Negasauger. Sich verarschen. Weh, der hat noch einen Trank, dann raste ich aus. Ja! Wie viele Tränke hat er schon eingesetzt? Zwei. Ja, nee, mehr hat er nicht. Holy Moly. Hat er geschafft. Hey, Michel! Tier! War am Schwitzen. War am Schwitzen. Ich will mal die Liste hier auspacken, Alter. Oh, was verlose ich? Das müssen wir erst später. Kann ich noch nicht sagen. Das weiß ich noch gar nicht. So. Das ist richtig. Okay, warte. Nein, Spaß. Team, ja? Also zwei Pokémon sind leider geschoben. Und zwar Mahitera zum Glück, sage ich jetzt mal. Und leider mein Lapras. Ich habe keinen Surfer mehr. Doch mein Mew muss ich jetzt beibringen. So, warte, erzähl mir mal. Du hast... Ja, gestorben ist dein... Lapras, ne? Mein Lapras ist gestorben und mein... Das heißt, ja, ich will mal kurz gucken, was heißt mein Seemops geht auf den Fuß. Also wunderbar nicht, da steht erst nur 2, weil die anderen wahrscheinlich gefangen. So, dann haben wir dein Hyteras gestorben. Willst du dich verarschen? Mal gut. Jetzt höre ich dich ja nicht mal gut. Ja, warum, was los? Mein Impregator ist tot, Alter. Ja, was soll ich sagen? Mein Hyteras ist tot. Ja. Und mein Lapras leider. Es sind nur 2 Pokémon gestorben bei dir, okay, das geht. Ja. Okay, ich guck mal, können, also wir haben rein theoretisch unsere Togepis noch verbunden. Dein Allerbiss, willst du dein Allerbiss mitnehmen? Eine Sekunde, ich tue schnell die Pokémon raus. Ja, ich sehe so deinen. So, jetzt, also, wir haben hier. Ich hätte Bock auf meinen Toxicroak eigentlich, der sieht cool aus. Toxiquark, okay, dann. Und hier ist sogar eigentlich Campero, Feuer-Pokémon. Oder ein Pony. Pony, sag ich schon. Ponita. Pony. Ja. Also, ich weiß, wir haben aktuell noch gelinkt auf jeden Fall die Togepis. Ja. Dann dein Allerbiss mit Schnee bedeckt und dann ist der ganze Rest ist offen. Das heißt, wir können ihn frei linken. So, du sagst mir. Ja, ich hab Pokémon, die geil sind. Ich überlege, ob ich Tangela vielleicht mitnehmen soll. Tangela willst du nehmen? Ja, ein Pflanz-Pokémon ist eigentlich ganz nice. Oder was? Ja, ich meine, Dialga, Stahldrache ist halt heftig, ne? Aber. Mhm. Aber was ist mit deinem Morlord? Was soll damit sein? Ja, was, wie sieht's aus? Willst du es mitnehmen? Okay, da ich die Pokémon verloren habe, ja, gebe ich dir mal das Recht, hier auch mal was zu entscheiden, hier bei mir. Also, entscheide, welche Pokémon ich rein tue. Ja, okay, komm, ich entscheide mich für Morlord. Und dann das zweite darfst du dir aussuchen, was du nehmen willst. Alles klar. Gut, weil. Ja, gut, jetzt habe ich wieder ein Wasser-Pokémon, würde ich sagen. Und dann hole ich mir halt jetzt wieder mal was anderes, ne? So, weil jetzt ist dein Morlock mit mein Dialga gelingt, auf jeden Fall. Ich nehme Toxicroak mit. Oder? Nee, ich nehme Kamerup mit. Oder? Giftkampf. Ich habe ja schon Kampf-Pokémon da, ne? Na, ich nehme. Ich nehme Kamerup, okay? Okay, Kamerup. Ja, gut, dann ich habe jetzt. Also, ich habe zur Auswahl. Ja. Nein. Pantimimi, Alter. Hast du ein Pantimimi noch? Ja, hier. Ja, okay, den sind wir auch gelinkt. So, stimmt. Gut, ich habe zur Auswahl auf jeden Fall dann Griffen. Ein Griffel hast du? Ja, okay. Fleckmon. Okay. Ja, gut, musst du wissen. Ja, Fleck. Achso, ich dachte, das zweite, da willst du mit entscheiden. Ja, dann nehme ich, das ist du noch, also Fleckmon wird zu. Ja, nee, halt schon. Lamus. Ich überlege dann eher wirklich auf Tangela zu gehen. Weil der ganz echt. Ich meine, ich hab also Griffel, Fleckmon, hier, Leta King, Quappo.
Alter, okay, ich wäre für Lethal King, weil das ist schon heftig. Nein, Lethal King ist das Problem, dass er immer nur jede zweite Runde angreift. Okay, das ist dann natürlich auch schlecht. Ja. Ja, gut. Ja, nee, ich glaube, ich nehme Tangela mit und ich muss mal gucken, was ich jetzt hier drauf, wie sich Tangela entwickelt. Ob es durch den Stein war oder durch den Stein. Schauen wir mal, was haben wir hier. Also Tangolos. Tangolos ist nämlich eigentlich ziemlich heftig. Level up mit Antikkraft. Ja, siehst du mal, Antikkraft, man lernt Antikkraft. Das ist nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ist. Gab's Tangolos schon ab der vierten Gen? Normalerweise schon. Tangolos? Ja, normalerweise schon. Was ist denn, ne? Ich weiß nicht, wann der Antikkraft lernt. Dark Stein. Auf 24! Nice, guck, dann kann ich ihn sogar entwickeln schon. Ja, das ist eigentlich ja, passt doch. Sind wir wieder zufrieden, hä? Ja, ja, das passt so. Okay. So, Tangela habe ich jetzt gelinkt mit. Was war das? Molot war das, oder? Oder nein, Molot war mit Dialga. Dein Toxi-Ding, ne? Toxi. Toxi-Quark. Ah, ne, nein, du hast doch das Feuerprogramm mitgenommen, ne? Ich habe Kamerun mitgenommen, ja. Ja, das andere ist wirklich Kamerun, ne? So, ja. Würde ich geben 10, ne? So, geh nochmal auf deine Pokémon. Ich schrieb wird. Na, schau. Hier, mein Teamern. Ziemlich komisch. Noch wachsen. Ja. Und konntest du irgendjemanden fliegen beibringen? Hast du schon geguckt? Ich hab das doch gar nicht, oder? Hey, doch, das hast du eigentlich gerade bekommen, als du aus der. Ah, Arena stimmt, fliegen, ja. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Mio oder Giratina. Lol. Puh, für wen? Wen soll ich es lernen? Ich glaube, Mio. Beutel. Ja, das. Oh, was hau ich weg? Pfund, ey. Pfund. Naja, obwohl, Pfund ist diese Attacke, die ich für Pokémon fangen benutze. Jo, fliegen. Ja, also mein ganzes Team kann kein Fliegen und auf der Box geil. Kein Pokémon. Nice, das heißt, ich darf zu Fuß laufen. Tja, was soll ich sagen? Ja, wo geht das hin? Wir haben. Ja, zurück da, wo diese Tänzerin sind, in die Stadt müssen wir dann nach rechts, ne? Da geht's weiter. Richtung Rotes Garados. Nein. Wir machen erstmal den Leuchtturm fertig. Oh, stimmt. Da war ja was, ne? Ach du Held, ne? Mein Seemops ist auch tot. Du hast beide meine Pokémon gekillt mit Surfer sogar. Oh Gott. Oh, komm, Surfer, kannst du ihn die Algra beibringen? Nein. Junge, ich da war kein Supermarkt, jetzt gehe ich hier in so einen Laden rein, in so ein Haus rein und der hat Medizin. Ja, aber Medizin ist nicht gut. Das ist deine Pokémon drauf. Doch, da Hypertrank. 1200. So. Okay, ich muss jetzt eben irgendein Pokémon mitnehmen. Mein was Gott, Surfer ey. Kann oder fliegen. Oh, was ist das an? Aber ich gewusst, dass hier im Supermarkt ist, sowas wie hier, so Tränke. Hätte ich natürlich hier das alles gekauft vor dem Kampf. Nein! Natürlich muss er sich so verstecken, dass er da kein Supermarkt ist, sondern irgendwie. Warum geht ich eigentlich hier raus? Ich muss doch eigentlich. Ich hätte schon vergessen. Komm bitte, du kleiner Käfer, lern fliegen. Nein, natürlich nicht. Ah, okay. Muss halt. Ich würde sagen, wir machen den Part ein bisschen kürzer, oder was? Ja, warte, ich will zumindest noch in die Stadt kommen, ja. Ich muss von dieser scheiß Insel runterkommen. Tja, das ist dein Problem. Ist das okay, mein Problem, weil wenn du meine ganzen Pokémon gekillt hast? Ich kann nichts dafür, dass er ein krasses Chaylast hatte, ne? Ja, wird jetzt auch gut. Ja. Also ich habe gegen Sylke noch nicht gekämpft. Also beziehungsweise ja, noch nicht angesprochen. Kannst du ja gerne jetzt machen. Könnte ich machen, ja. Will ich das? Okay, das mache ich ja mal. So, Glückstrahl weg. Das ist ja eh Robosurfer. Ja, Eusin, Alter, Eusin. Weil die Frage ist, als ich... Könnten wir jetzt unsere Pokémon dann auch auf dieser Route trainieren, ne? Das ist so. Ja, wir können die, ja, wir haben ja zwei Low-Pokémon dabei, die müssen wir ein bisschen hochhauen, ne? Ich hab drei Low-Pokémon dabei sogar. Du hast drei Low-Pokémon dabei? Ja, ich hab meinen Evoli auch nicht trainiert. Ich bin mit denen nur am Rumlaufen und die Freundschaft-Pokémon. Ein bisschen, wie heißt das, Friseur gemacht. Okay. Ja, ich laufe da den ersten Trainer rein. So. Zirpurze? Zirpurze? Oh Gott. Ach, kämpfst du jetzt gegen Eugen? Ja, gegen diesen Eusin. Eugen, keine Ahnung, wie der heißt. Warte mal. Der heißt, glaube ich, wirklich Eusin.
Ja, irgendwie so. Früher gab's nicht, weißt du. Der war nicht relevant. Ja, irgendwie nicht so, aber. Er hat irgendwas mit dem legendären Suiko zu tun. Da, unbekannter Eusin. Ja, der. Weißt du, der versucht da seit 100 Jahren, das Vieh zu finden. Sie kommen einmal hin und sagen so, ja, cool. Wir haben's. gesehen. haben seinen Traum einfach weggefangen. Oh, Feuer Odem ist schon stark, ne? Es kann paralysieren, also nicht schlecht, die Attacke. Ja. So, Eusin. Den nächsten Trainer rein. Alles klar, die 6 Pokémon. Gut, dann benutzen wir mal Fliegen und fliegen mal in die Stadt. Rein. Endlich habe ich mal Fliegen, wie lustig ist das denn? Ich hab gedauert. ja. Doch, Schillock. Nehmen wir jetzt mal. Wieso? Ach, wieso bin ich denn drin geblieben? Weißt du, der bringt einen Schillock und steckt mir so ab Inferno und das Pokémon kann ich drin lassen. Hast du recht. So, ich bin in der Stadt. Cool, ich konnte fliegen. Ja, tut mir leid, dass du nicht fliegen kannst, ne? Ja, ist auch echt hart, dass ich kein einziges Pokémon gefangen habe, was in irgendeiner Ansatzweise fliegen könnte. Ja, das gibt ein bisschen. Aber was willst du machen? Ich weiß nicht, wie sieht es jetzt aus? Wolltest du dann jetzt trainieren für die nächste Folge deine Pokémon? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Hallo, wenn die sind alle beide One-Hit und das ist Stahl. Also, ja, okay, das ist randomized, scheiße. naja, also, du weißt, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ey, warte mal, wir waren jetzt auf der Insel, ne? Ja. Hätten wir was von der Insel was mitnehmen sollen? Geheime Medizin, oder? Ja. Hast du die mitgenommen? Weiß ich nicht, ich glaube. Oh, Kollege! Von wem haben wir die denn bekommen? Ja, doch, von diesem blöden Haus, wo ich dir gerade eben gesagt habe, dass es kein Supermarkt ist, aber eher Supermarkt. Ja, doch, da war ich drin. Ja, ich hatte die Medizin. Ja. Okay. Hab ich gemacht. Alles gut. So, ich hab gerne Medizin hier. Schluck das mal hier. Ja, keine Ahnung, was es ist, aber nimm es. Nimm es einfach. Nehmen Sie es. Trinken Sie. Auf dem Leben. Ach, bestimmt war das nur so eine Cola oder so, Bauchschmerzen. So, jetzt reicht das auf einmal alles. Genau, passt. Ich glaube, in ihrer. Ich glaube, eigentlich. Ich weiß nicht, ich glaube, in ihrer. Was, Arena, leise? Was hast du gesagt? Ich glaube, in der Arena, die hat gar nicht so viele andere Tränen drin. Okay, kein Problem. Die ist eher so ein Rätsel, ne? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Okay, die Safari-Zone hat mich halt angerufen anscheinend. Ach nee, der Typ hat mich angerufen. Oh Gott. Sagen, deswegen gebe ich meine Nummer nicht irgendwelche unbekannten Leuten, die rufen mich an und wollen irgendwas immer. Ja, wie im wahren Leben. Ja. oh Gott. White Legs. So, wollen wir die Folge beenden? Ja, weil ich hab's geschafft, ich bin jetzt auch in der Stadt. Alles klar. Ja, können wir machen. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und bis Ciao. Dahin.